Ja, und wir kommen jetzt gleich wieder zum Thema Camping und zur neuen Ausgabe der Camping-Revue. Dazu begrüße ich meine liebe Kollegin Sabine Fuß vom Österreichischen Campingclub bei mir im Studio. Hallo Sabine. Hallo Thomas. Sabine, bevor wir zum neuen Heft kommen, die Campingsaison ist so in etwa in der Halbzeit, Beginn der zweiten Hälfte, wenn man davon ausgeht, dass die Campingplätze die meisten im Oktober schließen. Wo warst du schon überall? Ja, ich habe Österreich bereist heuer mit meinem Wohnmobil, wie so viele andere auch. Ich war in Tirol, ich war in Vorarlberg, ich war am wunderschönen Weißensee in Kärnten, ich war mehrmals im Waldviertel und die Saison ist ja noch nicht vorbei, wie du schon gesagt hast. Sie ist noch nicht vorbei, dennoch blickt ihr schon in die nächste Saison. Der Titel heißt Aufbruch. Da geht es um die neuesten Trends, Entwicklungen. Was darf ich mir denn erwarten von dieser Geschichte? Genau, es gibt schon eine Vorschau auf die Neuheiten fürs nächste Jahr. Das war ja heuer nicht ganz so einfach. Es haben viele Pressekonferenzen nur online stattgefunden. Es gibt den Caravan Salon in Düsseldorf, der wurde um eine Woche verschoben. Aber wir haben schon einige Neuigkeiten parat. Es werden zum Beispiel heuer zwei große Jubiläen gefeiert. 60 Jahre die Marke Knaus, 90 Jahre die Marke Detlefs. Da gibt es viele Jubiläumsmodelle bei den Wohnwegen und bei den Wohnmobilen. Also da darf man auf einiges gespannt sein. Spannende Geschichte. Da kommen wir schon aufs Unterwegssein. Das ist die zweite Geschichte. Da geht es in den Süden Polens. Wer war dort und was sagt ja, die Geschichte? Unser Redakteur Anton Siemer hat Polen bereist und war ganz überrascht über die Vielfältigkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten im Süden Polens. Ja, man kann wandern, man kann Mountainbiken, man kann aber sehr viele Burgen und Schlösser besichtigen. Es gibt viele UNESCO-Welterbestätten, wie zum Beispiel das älteste Salzbergwerk der Welt. Und ganz begeistert war er von Krakau. Aber unser Toni ist auch ein Feinschmecker und gibt ganz viele tolle Restauranttipps. Überraschungen darf ich mir sicher auch von eurem Campingplätze-Test, den ihr in jedem Magazin macht, erwarten. Wie viele Plätze habt ihr denn diesmal getestet? Wir haben 4 Campingplätze getestet. 2 davon sind in Österreich, die sich noch perfekt für einen Badeurlaub jetzt im Spätsommer eignen. Da ist zum Beispiel am Rheintaler See der Camping Seehof in Tirol oder der Camping Brunner in Kärnten am Milchstädter See. Also da gibt es einige schöne Plätze noch zu entdecken und es ist ja auch jetzt nicht mehr so überlaufen und es wird bestimmt ein feiner Badesommer noch. Danke für diese Informationen. Der Sommer ist für dich ja und jetzt kommt auch noch der Herbst. Die Reisezeit ist noch nicht zu Ende. Ich bin dann gespannt, worüber wir das nächste Mal reden, wo du warst. In diesem Sinn, gute Fahrt. Und wenn Sie vielleicht spekulieren, ins benachbarte Ausland zu fahren, Informationen über eventuelle Reisebeschränkungen finden Sie bei uns auf der Homepage oeamtc.at. In diesem Sinne, anschauen und gute Reise.